Ich mache heute einen internationalen Fricktag. Heute Abend werde ich vielleicht Französisch fricken und heute Mittag Italienisch, ja. Na, da frage ich Luigi, den Pizza-Fricker an der Ecke. Pizza Mr. Funghi, Pizza, 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 Peperoni. Guten Morgen, Herr Luigi. Buongiorno, Mr. Funghi. Sagen Sie, Betriebsgeheimnis. Ja, Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis. Ja. Naja, dann geben Sie mir ein Betriebsgeheimnis. Ja. Sofort, ja. Schreiben Sie. Ja. Aus Tomaten, Schinken, Tomaten und Schinken einen Hamburger herstellen. Das Betriebsgeheimnis. Ah, ich hab's. Gehen Sie doch zu einem Frickmann. Die können doch so ein bisschen fricken. Ich kenne da einen. Der kann ein Nilpferd fricken. Gut, war ja nur ein Beispiel, ne? Was ist denn das? Das ist meine selbstgebaute Flickmaschine. Sie erzeugt Gesundheit und Samen. Hallo? 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 Entschuldigen Sie bitte, dass ich scheiße. Ich suche Herrn Paschulke. Oh, ach. Oh. Oh. Ja, ja. Ja. Oh. Ja. Mein Name ist Paschulke. Ja, das glaube ich eher weniger. Internationale Kochkunst vom Feinsten. Ja, ich sehe schon. Der Nachbar hat heute zum ersten Mal Sex. Und keiner kommt. Sie haben doch auch ein Geschlechtsleben. Ein Geschlechtsleben? Ja. Sie haben Ihren Samen abgespritzt. Sie flicken in Ihrem Garten. Ihr Helm ist steif. Erstmal eine kleine Stärkung. Aus dem Wichstöpfchen. Das klebt gut. Das ist meine selbstgebaute Flickmaschine. Selbstgebaute Flickmaschine. Selbstgebaute Flickmaschine. Selbstgepflückte Bautmaschine. Lustig, lustig. Herr Paschulke. Lustig, lustig. Lustig, lustig. Pizza, 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 Pizza. Ficken. Hm? Hier.